Moin moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr einen Motorluftfilter an einem Audi A3 oder S3 Sportback ersetzen könnt. Wir stehen am Motorraum, haben die Motorhaube vorher geöffnet und stehen jetzt vor unserem Motorblock. Hier ist der Motorblock drunter und wir wollen jetzt an den Luftfilter für unser Beatmungsgerät vom Motor selber kommen. Das hier ist der Luftfilterkasten, dieser Bereich. Und diesen müssen wir jetzt ausbauen, um nämlich dann da dran oder da drinnen den Luftfilter zu tauschen. Als allererstes werden wir die Motorabdeckung losmachen. Die ist an vier Stellen fest. Rechts ist sie hinten rechts eingehakt. Hier vorne liegt sie auf und hier sind zwei Stehbolzen. Das heißt, wir gehen hin und werden erstmal dieses Teil nach oben und nach links herausnehmen. Legen es zur Seite. Ja, ihr seht, hier drinnen war es gespeckt, da war es gespeckt. Hier lag es auf und hier war es drauf. Jetzt haben wir hier also jetzt unseren Kasten vor uns. Wir entnehmen erstmal den Belüftungsschlauch hier. Der hier muss raus. Dazu nehmen wir uns am besten einen Schraubendreher und drücken diesen Schlauch herunter. So, runter damit. Ich bin jetzt hingegangen, habe mit der Zange hier gegriffen davor und habe es vom Luftfilterkasten runtergeschoben. Machen wir hier vorne am großen Eintritt, aufschieben und den Schlauch entnehmen. So, hier ist der Schlauch. Um es jetzt zu lösen, müssen wir an zwei Fronten gleichzeitig arbeiten. Das heißt, wir müssen einmal unseren Kasten nach oben bewegen. Der ist ja an drei Punkten fest mit Stehbolzen. Dann müssen wir gleichzeitig, also wir werden ihn erstmal rausholen, nur lösen, weil hier rechts ist ja schon gelöst. Jetzt gehen wir linke Seite drunter, von vorne, von unten und ziehen nach oben. Bis wir den Luftfilterkasten hier auf der Seite frei haben, gehen hier vorne drunter und machen auf diesem Stehbolzen das gleiche, haben den Luftfilterkasten jetzt frei schwebend. Er ist jetzt nur noch hier hinten an der Klemme fest, die wir jetzt lösen, indem wir die Klemme zusammendrücken und den Luftfilterkasten rausholen. Schon ist er raus und kann weiter verarbeitet werden. So, nun brauchen wir einen Schraubendreher, weil der Luftfilterkasten von unten hat zwei Schrauben drin. Diese beiden Schrauben entnehmen wir jetzt, sprich wir lösen sie und holen dadurch die zwei Schrauben, die jetzt den Luftfilterdeckel mit dem Luftfilterkasten verbinden und gleichzeitig auch noch den Luftfilter nämlich durchgehen. Das geht nämlich durch den Luftfilter durch und das hält nämlich alles da drinnen in Position fest. Und wird dadurch nämlich dann die Dichtigkeit auch gewährleistet haben. Also beide Schrauben raus. So, Nummer 1 und Nummer 2. Die beiden Schrauben gehen nämlich durch den Luftfilter durch, wie ihr hier seht. Da sind nämlich diese Aussparungen und halten alles in Position. So, jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter. Jetzt müssen wir uns natürlich noch ins Innere vorbewegen. Dafür gibt es vier Klipse, die wir jetzt lösen müssen oder bewegen müssen. Dort, dort und dort und dort. Wie ihr seht, diese Klipse kann man gut nach hinten drücken. So, das heißt, wir drücken hier gleich mit einem Werkzeug, sprich einem Schlitzschraubendreher gegen und können das dann abheben. So, das heißt, reindrücken, dadurch ist es entlockt, okay? Also rein. Und dann können wir es nach oben wegbewegen. So, rein damit. So. Ihr könnt damit zwei arbeiten, sprich einer, ihr geht hier drunter, hebelt es an dieser Stelle hoch und drückt es dabei rein. Während ihr das nämlich macht, wird es entlockt und kann dann nach oben sich bewegen. Ja, also es ist immer so eine Reindrück- und Hochorgie. Das gleiche machen wir hier vorne auch. Das heißt reindrücken. Und nach oben weg bewegen. Dann kriegen wir nämlich den ganzen Kasten hier weg. Das geht auch mit den Fingern, wie ihr seht. Ich drücke jetzt rein mit dem Finger, reindrücken und habe das hier nach oben gehebelt. Und jetzt seht ihr, es ist jetzt frei. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch. Zack. Ich hebel hier rechts nach oben
und habe jetzt die erste Seite schon mal frei. Jetzt drehen wir es um und machen das gleiche natürlich von der anderen Seite auch, ohne dass wir jetzt das hier wieder in Position zurückdrücken. So, hier drüben auch wieder reindrücken und hier unten reindrücken und nach oben weg mit dem Plätschli. Aufpassen, dass ihr es nicht reindrückt, sondern nur reindrücken, ohne hier nach oben wegzusetzen. So, also stellen wir es hin, drücken rein und reindrücken und nach oben weg. So, reindrücken und zack, da kommt er. Ne? Da sind wir jetzt auch drin. Das gleiche machen wir jetzt vorne auch. Immer ein Stückchen rein und dann raus. Damit, zack. So, jetzt haben wir es. Jetzt können wir dieses Teil nämlich entnehmen. Am besten noch das andersrum. So, raus damit. Und dann sehen wir hier, da sind die Schrauben durchgegangen. Hier ist der Mittelpunkt unseres Luftfilters. Und ihr seht den Unterschied immens, oder? Man sieht den Unterschied zu einem neuen definitiv. Das heißt also, so alle 60.000 Kilometer solltet ihr dieses Teil hier ersetzen. Was man auch machen kann, man kann jetzt hingehen und das hier auspusten. Klar, man kann es, man könnte es sogar auch auswaschen. Nur dann muss es wirklich richtig, also ihr könnt es auswaschen, ihr könnt es auspusten. Da muss es aber ganz, ganz trocken sein und dann könnt ihr das auch wieder einbauen. Also es ist auch möglich, ne? Um Kosten zu sparen. So, also raus mit dem alten. Jetzt schauen wir uns natürlich noch den oberen Bereich an, ob hier irgendwelche Fremdkörper drin sind, ob hier irgendwas noch so hier, ne, sowas rumfliegt oder so. Aber das sieht alles ganz gut aus. Und jetzt gucken wir mal, wie rum wir den einbauen. So, passt auf, guck mal, da sind zwei Löcher. Ich mach's mal andersrum. Passt irgendwie nicht, ne? Jetzt mache ich es wieder andersrum. Passt irgendwie nicht. Also ihr seht schon, dadurch, dass die beiden Löcher nicht im Center sind, nicht identisch sind, können wir hier ein gutes Aiming vollziehen. Worauf ihr nur aufpassen müsst, ist, dass ihr hier schön die Dichtung wieder in Position zurückdrückt. So, wieder rein damit. So, zack, 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 damit die schön abdichtet. Und dann haben wir hier unseren Luftfilterfreund auch schon wieder in Position gebracht und können den Rückbau anfangen. Jetzt haben wir also unseren Luftfilter schön drin. Ich habe ihn durch meine Drecksfinger auch schon ein bisschen dreckig gemacht. Entschuldigung. Jetzt kommt das Gegenpart zum Einsatz. Auch hier gilt wieder, die zwei Löcher müssen übereinander stehen. Und wenn wir sie jetzt draufpappen, müsst ihr gucken, dass diese Freunde hier auch überall in die Zentriereinrichtungen sich ausrichten können. Des Weiteren müsst ihr aufpassen, dass an den Seiten die Lamellen, ne, diese Lamellen hier, unter den Luftfilterdeckel kommen. Zack, an beiden Seiten müsst ihr aufpassen. Und dass es sich dann zentriert wieder zurück in Position bewegen lässt. So, wir gehen also jetzt hin und drücken sozusagen die Gummidichtung nach außen. Und die Gummidichtung ist an den Seiten noch erkennbar. Und unser Luftfilterkastengehäuse, Abdeckungsfreund, drückt sich zwischen die Lamellen, ne? Zwischen die Lamellen und die Gummidichtung rein. Hier in diesen Schlauch muss die rein, also hier in diese Vertiefung. Wenn ihr also überall jetzt an den Seiten geguckt habt, dass das der Fall ist, können wir hingehen und zack, zack, zudrücken. Dann haben wir unseren Freund nämlich jetzt wieder zentralisiert reingebracht. Wenn das wo auch immer nicht so richtig passt, dann geht ihr mit einem kleinen Schraubenzieher dazu und drückt das dann wieder runter. Hier sieht man das ganz gut. Ich drücke mich da zwischen, die Dichtung ist noch da. Zack, ist wieder drin. Hier auch. Zack, ist wieder drin. So, und ihr seht jetzt überall die Dichtung. Dadurch ist nämlich dieser Bereich jetzt auch dicht miteinander verbunden. Die Dichtung dichtet jetzt schön ab und ja, guckt überall gut drüber. Jetzt kommen wieder unsere Schrauben rein, die ja durch die Oberfläche sich bewegen, nach unten sich bewegen, bis in den Luftfilterkasten selber runter.
einfach festschrauben, bis es nicht mehr weitergeht. Achtet da darauf, nicht zu doll anzuziehen, weil es hier sich um Plastik handelt und nicht um Metallverbindungen. Auch hier zielen, nicht daneben und rein damit. So, dann haben wir also unser Luftfilterkasten mit einem neuen Luftfilter wieder bestückt und können jetzt zurückgehen und ihn wieder einbauen, nachdem ich die Schrauben hier ganz festgezogen habe. Um den Luftfilterkasten wieder einzubauen, haben wir ja zwei Connections mit den Röhrchen und eine Connection mit dem Gummileufter. Wir haben auf dem Boden 1, 2, 3 Stehbolzen, die dann einrasten müssen. Das heißt, wir gehen jetzt als erstes hin und werden diese Muffe hier verbinden, während er noch frei ist. Dazu nehmen wir eine Wasserrohrzange oder ihr habt einen Öffnungsfreund. Gehen hin, entspannen uns den Kumpel und werden dann nämlich den wieder einsetzen. So, das heißt, dran damit, entspannen. Jetzt andere Hand, den Freund hier fluchten, reindrücken und loslassen. Wir fluchten jetzt hier mit den Erhebungen an der Muffe. Jetzt gehen wir hin und können hinten schon wieder unser Entlüftungsschlauch draufschieben, bis hinten durch. Auch dort versucht zu fluchten. Und nun können wir wieder reindrücken. Das heißt, hier schon mal in Position setzen. Und jetzt suchen wir uns die Bolzen, die da drunter sind, und drücken fest. So, da ist der erste. Festdrücken, bis es klack macht. Zack, drinne. Rechte Seite genau das gleiche, drücken, zack, drinne, und der dritte ist jetzt fest. So, drei Punkte sind jetzt fest. Das heißt, hier oben sind wir safe, hier sind wir safe. Wir wackeln am Luftfilterkasten, alles Jod. Jetzt müssen wir natürlich noch hier unsere Verbindung setzen. Das heißt, hier auch wieder Muffli öffnen. So, öffnen und den Schlauch im geöffneten Zustand drüber schieben. Dann den Haltefreund wieder verschließen und schon können wir die Abdeckung wieder zurückbauen. Das heißt, richtig rumdrehen, an den Seiten einhängen, auch hinten wieder auf die Stehbolzen drücken und damit haben wir dann den Kumpel auch wieder festgemacht und sind fertig. So einfach geht das. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun!